Oh, endlich hat's geklappt. Okay, das war diese Blume. Ich habe mehrmals geguckt, welche das wohl sein könnte. Ich dachte ja erstmal, es wäre die hier. Aber als ich dann die normale Strecke gefahren bin, habe ich gemerkt, ah, da gab es noch diese hier. Die habe ich voll vergessen. Und die funktioniert. Bedeutet, dass ich jetzt endlich die Lumina-Kugeln für dieses Gebiet freischalten kann. Damit willkommen zurück. Bevor wir in das neue Gebiet reingehen, möchte ich erstmal mit dieser neuen Kristallblume die Lumina-Kugeln freischalten, damit wir das Lumina-Pokémon noch bekommen können. Das habe ich in dem anderen Gebiet auch noch nicht. Ja, keine Ahnung, wie ich es da mache. Da gucke ich, glaube ich, auch noch mal kurz drauf, bevor ich hier weiter aufnehme. Übrigens, aha, was zu berichten, darfst gespannt sein. Okay, zeig mal her, wahrscheinlich hast du jetzt die Kugeln entwickelt, oder? Wahrscheinlich. Welcome back. Mhm. Ich weiß, das bedeutet, Lumina-Kugeln sind grün diesmal. Alles klar. Ach nee, Moment, jetzt fällt es mir wieder auf. Wir haben ja die Lumina-Kugeln schon für das eine Gebiet. Für, Moment, das hier. Hier haben wir es schon, aber hier gab es halt einfach kein Lumina-Pokémon. Ich weiß nicht, ob es hier allgemein keins gibt oder ob das später noch erscheinen wird. Auf jeden Fall können wir nun in Volka nochmal mit Lumina-Kugeln vorbeischauen. Oh. Ja, gut. Darauf habe ich jetzt eher weniger Lust. Machen wir doch erstmal Copia, rosa Strand. Dieser ruhige Strand zeichnet sich durch seinen pastellfarbenen Sand aus. Da haben wir doch alle gerade Bock drauf, oder? Let's go! Das war der Ort, auf dem ich am meisten gehypt war, als ich den Trailer gesehen habe. Und ich hoffe, es enttäuscht. Okay, nein, es kann nicht enttäuschen, wenn das hier der erste Einblick ist. Komm schon, im Trailer war es schon geil aus, aber das hier, das toppt nochmal alle Erwartungen. Oh ja, und wie es das tut. Hier ein Apfel. Komm, Krabok, du liebst Äpfel. Ich weiß es. Du versteckst dich immer in welchen. Komm, ess ihn. Ja, nom 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 nom. Man sieht sein Gesicht leider nicht, weil ich es falsch geschwürzen habe. Na, passiert. Okay, mit beiden Sticks kann ich mich schneller drehen. Diesen Bluebellas und ein Kokowai. Vielleicht wollen die ja irgendwie... Moment, Musik! Die tanzen doch bestimmt zur Musik! Ja, war klar. Oh. Hey! Kokowai! Awesome! Mach was! Hallo, mach was! Ja, okay, keine Ahnung. Das Bild ist schon cool. Noch ein Krabox. Hier gab es irgendwo ein Pikachu, das hat man im Trailer gesehen. Oh. Oh. Oh, was raschelt da? Oh, was raschelt da? Oh, da ist irgendwer. Oh, Bluebellas. Hallo. Ey, steh mal auf, du. Bam. Hier ist irgendwas. Oh ja, hier sind mehrere Sachen. Im Gras scheint sich etwas zu verstecken. Ja, und wie schaue ich mir das hier an? Hier ist so ein Dings, aber... Ja, das sind Bluebellas. Die verschenken sich tatsächlich sehr, sehr gut. Fingul! Ein Fingul! Normalerweise sind die ja nervig, wenn man die ständig sieht, aber jetzt voll schön eigentlich. Oha! Die Grafik ist mega hübsch. Fingul! Oha, ist das cool. Aber hier sind Pokémon. Goofas mit ihren Händen. Oh, ich kann den Weg wechseln. Oh, komm, komm. Wechseln wir mal den Weg. Hier ist nämlich ein Machomai. Yo, Machomai, was geht? Willst du nicht einen Apfel essen? Hä? Flunschling? Okay, cool. I guess. Yo, Machomai. Yo. Tanz oder Musik? Warum gucken mich alle hier nicht an? Ignorieren mich alle komplett. Hier irgendwo was. Hier, was ist das denn? Im Sand scheint sich etwas vergraben zu haben. In Octillery oder was meinst du?
Ein Octillery ist hier, ja. Das kann ich sehen. Oh. Oh. Das hätte man wahrscheinlich vorher fotografieren müssen. Hä? Aber hier geht's doch rechts auch noch lang. Okay, dann gehen wir halt hier lang. Ja, ich habe ja den anderen Weg genommen. Oh, Pikachu! Pikachu! Nimm den Apfel, Pikachu! Nimm ihn dir! Ja, ja, genau. Beobachte den Apfel. Ess den Apfel. Schmecke den Apfel. Der muss der Apfel gefallen. Hä? Oh, hier ist ein Pokémon. Wirke ich das denn auf? Ey! Ey! Jetzt vielleicht? Ich weiß auch, welches Pokémon das ist. Aber es ist weg nicht. Ich kann es nicht aufwecken. Vielleicht brauche ich dazu immer später irgendwas. Ach, keine Ahnung, du. Kann ich die aufwecken? Nö. Okay, dieser Ort ist ein bisschen lebloser als die Wüste. Und ich wundere mich gerade, dass ich sowas sagen muss, weil dieser Ort wirkt da im Trailer viel lebendiger. Aber hier ist schon direkt das Ende. Das ist ja echt kurz. Also ich habe ehrlich gesagt mehr erwartet. What? Lol, okay. Interessant. Also man kann es ja so ausdrücken. Der Strand sieht von der Grafik her viel geiler aus. Aber die Wüste ist halt viel lebvoller mit ganz vielen Pokémon. Ja, aber das soll ja nicht heißen, dass hier unsere Fotos wertlos waren. Die waren natürlich schon wertvoll, wie man sehen kann. 2 Sterne, hier nochmal 2 Sterne. Hier nochmal 2 Sterne. Ah! Nur 2 Sterne hier? Schade. Octillery leider auch nur 1 Stern. Wingull auch. Ja, ist schon ein bisschen traurig bei manchen. Hast du nur ein Foto gezählt? Oh, Goof habe ich auch nur einmal. Aber den Weg machen wir hier nochmal. Wir machen nicht direkt noch. Ich kann reden. Wir machen das nicht direkt, machen nicht direkt Nacht, sondern wir machen hier den gleichen Weg nochmal. Ich würde nämlich gerne nochmal in eine andere Richtung befahren. Alles klar, okay. Das ist eine ziemlich kurze Strecke, finde ich. Weiß nicht, wie mir das gefällt. Vielleicht erweitert sie sich noch. Oder vielleicht lag es jetzt nur daran, weil wir den anderen Weg genommen haben. Und der ist halt mega kurz. Vielleicht geht es noch 2 Minuten weiter. Ich weiß es nicht. Sollten wir auf jeden Fall nochmal abchecken. Erstmal hier alles wegskippen. Weil das ist ja alles New Discovery. Hier gibt es da jetzt nichts zu ersetzen. Selbst Pikachu auf 2 Sterne ist ein neues Discovery. Von daher, alles eigentlich bisher richtig gemacht. Hätte es besser machen können, aber das, was ich gemacht habe, habe ich auf jeden Fall richtig gemacht. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Hier nochmal ein Goofer, da haben wir nicht gesehen, wie es seine Zunge rausstreckt, weil wir den anderen Weg gefahren sind. Aber wir werden es jetzt nochmal berichtigen. Vielleicht kriegen wir es auch diesmal hin, dass Krabbox in unsere Richtung den Apfel isst. Das wäre schon ziemlich nice. Dass man das nicht skippen kann. Ich halt schon A gedrückt. Schneller als das hier, was ihr gerade seht, geht nicht. Schon ein bisschen blöd. Ich finde es auch blöd, dass man nicht schneller fahren kann oder irgendwie vorspulen kann. Finde ich persönlich auch ziemlich kacke. Level 2! War ja auch offensichtlich, dass wir Level 2 erreichen. Tatsächlich. Meeresforschung. Privatstrand. Angehender Fotograf. Typ Elektro. Typ Kampf. Strand. Übrigens, habe ich Neuigkeiten für dich. Okay, was hast du denn für Neuigkeiten für mich? Erzähl mal, du. Du Professor, du. Was hast du denn für Neuigkeiten für mich? Wahrscheinlich, dass ich jetzt in der Nacht hier fahren kann, ne? Weil ich Level 2 erreicht habe. Ja, okay. Aber vielleicht will ich ja doch erstmal auf Tag nochmal die andere Strecke befahren. Warum auch immer man auf Level 1 schon direkt beide Strecken kriegen kann, das verstehe ich nicht ganz. Tut mir leid, das ist schon ein bisschen seltsam. Ein guter Zeitpunkt, um eure Forschung auf das Meer auszuweiten.
Das Neo One kann nämlich auch Wasser überqueren, wie ihr sicher schon bemerkt habt. Also dann, ich wünsche euch viel Spaß beim Erkunden des Riffs. Moment, was? Riffs? Hä? Was meint ihr damit? Was? Einfach ein komplett neuer... Hä? Kopia Riff. Oha, Kopia einfach zwei Gebiete. Ja, dann muss auch Volker auch zwei Gebiete haben. Ich meine, hier ist so ein krasser Vulkan. Wir waren jetzt nur hier beim Strand. Oha. Na, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Content für die nächste Folge. I guess. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt hier nochmal das hier. Und dann gucken wir uns rechtes Riffchen an. Ja. Aber ich bin wirklich gerade am Überlegen, warum wir im Dschungel kein Lumina-Pokémon hatten und warum wir jetzt auch in Volker kein Lumina-Pokémon hatten. Kommen die noch später oder habe ich da irgendwas verpasst? Was ich dann später erstmal nochmal schön nachholen muss. Hä? Das ist ein Pikachu. Hey! Hier sind voll viele Krabbox. Ach, du siehst es. Ja, guck es dir an. Ja, beiß rein. Nom nom. Mach schneller. Ich muss dein Gesicht fotografieren. Ja, okay, es geht. Hallöchen. Bam. Ich weiß doch damals, Gen 1 oder so, da hatte Kokowai ganz um seinen ganzen Körper rum Eier. Um seinen ganzen Kopf rum. Hm, hier ist irgendwas. Was soll denn hier sein? Kokowai macht ein Nickerchen. Anscheinend ist das sein Lieblingsplatz. Nö, 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 nö. Okay. Ignoriert er. Pikachu, hier ist den Apfel, Pikachu. Oh, wie du dich freust. Ja, ess den Apfel. Ess ihn schneller. Ess ihn. Ich muss hier weg. Schnell. Ja, genau. Schön die Fotos. Perfekto. Aber hier hinter waren noch ein paar Bluebellas. Vielleicht tanzen die, wenn ich die Musik anmache. Ich weiß es ja nicht. Man kann es versuchen. Ja, tun sie. Tanzt. Genau das wollte ich sehen. Bluebella gehört tatsächlich zu meinen Lieblings-Pokémon. Mitunter. Ich finde das einfach, die Design so schön. Es ist einfach so ein... Ja, so eine Hula-Hoop-Tänzerin. Keine Ahnung. War als Blume. Oh, das war... Oh, das sind voll die schönen Bilder. Vor allem, ich finde einfach, Bluebella ist einfach ein cutes Pokémon. Muss man einfach dazu sagen. Es ist einfach cute. Wir fahren nicht weiter. Können hier gerne auch stehen bleiben. Erkunde ich hier ein bisschen. Okay, hier ist eine Insel. Hier ist ein Krabbox. Ja, ich denke mal, was wir machen sollen ist... Hey, du Pisser, weg da! Hau ab! Hau ab, Mann! Ja, so ist fein. Hau ab! Oh, hier ist was. Hier ist was, hier ist was. Hier ist was, hier ist was. Hier! Ja, die Blume halt. Aber die juckt da nicht. Die kann ich ja sowieso nicht richtig fotografieren. Oh, hier links sind auch noch Goofers. Yo! Ich weiß, wenn die den Apfel essen, dann nehmen die ihre Hand raus, ihre Zungenhand. Komm schon, mach, 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 mach. Ess ihn doch! Ja, wackel schön dein Po für mich. Mann, warum ignorieren mich die Goofers? Das ist voll gemein. Ja, hier links wollen wir jetzt nicht lang. Nö, das ignoriere ich jetzt. Zum einen wir hier oben auch nochmal. Ja, komm, da kommen wir gleich hin. Versuchen wir erstmal hier Aufmerksamkeit zu bekommen mit ein paar Äpfeln. Oh, jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt. Perfekt. Hm? Oha. Boah, ey. Also, nach Covid würde ich hier gerne mal hin Urlaub machen. Also, das sieht echt schön aus. Corazon! Ja, das ist normale nur. Ich bin ein größerer Fan von Gala-Corazon, aber das macht ja hier keinen Sinn. Woo! Ja, ja, freu dich schön. War ja nicht irgendwo ein Vivillon? Wo ist es hin? Oh, Hallöchen. Tanz für mich. Nam 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 nam. Schon cute. Okay, perfekt. Was ist eine Artillerie? Ja, hier ist nichts. Du bist auch nichts, oder? Wow, das. Ja gut, der Apfel bleibt im Wasser hängen. Schon nicht ganz unlogisch. Hier hinten sieht man ein paar Pokémon. Hallöchen.
Oh, das war ein sehr guter Wurf anscheinend. Vielleicht kann ich noch... Ja, nee, nee. Nee, schade, schade. Daraus wird nichts mehr. Oh, hallo, der Raichu! Das ist... Oh mein Gott. Gehört auch zu meinem Lieblings-Pokémon. Aber wie wecke ich das hier auf? Wecke ich dieses Stink-Pokémon auf? Pikachu. Eine rote Schaufel. Wurde sie von den Wänden angespült? Oh, sie freuen sich. Hey, Raichu! Ess den Apfel, Mann! Ess den gottverdammten Apfel! Was hast du gemacht, Pikachu? Hast du was rausgezogen? Willst du den Apfel nicht essen? Bist du erschreckt? Oh, es tanzt! Hey! Ja! Yes! Ein Vorderanblick! Oh, ich habe keine Fotos mehr! Nein! Das habe ich gleich gemerkt! Nein! Ich habe keine Fotos mehr! Ich kann nicht mehr A drücken! Es geht nicht! Hoffen wir mal, dass wir trotzdem tolle Raichu-Bilder gemacht haben. Ist halt sowieso das Ende der Strecke, also so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Okay, das ist echt schwer zu sagen. Irgendwie, ich finde, der Strand ist einfach schöner zum Anschauen als die Wüste. Aber hat halt nicht so viele verschiedene Pokémon, habe ich das Gefühl. Aber gut, sowas wie Mahoma habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet in so einem Ort. Okay, vielleicht macht es einfach Urlaub vom ganzen Bodybuilding-Training. Nur 2 Sterne alles? Mensch, Pikachu, hättest du nicht besser essen können? Tja. Besser ging's halt nicht. Ne? Dann nehmen wir halt das, warum nicht? Nehmen wir das, warum nicht? Dum, 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 dum. Komm, Bluebella hat doch bestimmt... Nein, auch kein 3-Sterne. Das ist kein 3-Sterne-Bild. Das ist so knuffig. Wie kann das keine 3-Sterne sein? Vor allem das auch. Oder das. Alter, wie war das keine 3-Sterne? Okay, das war mal 3 Sterne. Warte, das hier? Warum das hier? Hier ist doch nichts passiert. Der Blick... warum ist das 3 Sterne wert? Why? Das ist so ein Pokémon-Kampf. Hallo, Raichu! Los, kämpf gegen das Flunschlag! Ja, ja, dann nehmen wir das halt. I guess. Das sind auch keine 3 Sterne. Alles nicht. High five, Bro, sagt er da. Das sind alles so 2 Sterne, irgendwie. Schon ein bisschen enttäuschend, finde ich. Ich habe mehr erwartet. Aber hier freut sich zumindest Corazon. Hier sind noch bessere Bilder tatsächlich. Na, welches nehme ich? Wo es sich freut oder wo es am Essen ist? Denk mal, wo es am Essen ist. Wäre besser. Ja, Octillery hat sich erschreckt. Ja. Warum ein Bild? Warum auch immer? Und das können wir nicht auswählen, da wir dafür eine bestimmte Kristallblume anscheinend fotografieren müssen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Wahrscheinlich ist sie nur in der Nacht da, aber wir kriegen wahrscheinlich die Nacht noch nicht freigeschaltet und müssen daher erstmal in das neue Gebiet rein? Ins Riff? Also da habe ich mal richtig krass gespannt. Ach, guck mal, wie cute dieses Bild ist. So knuffig. Ja, ich hätte gerne ein besseres Bild von Alola Raichu gehabt. Aber okay, man kann nicht alles haben. Nein, nein, das ist doch nicht das letzte Mal, dass wir zu diesem Ort zurückkehren. Vielleicht haben wir irgendwann auch hier überall Maximum Level. Ich weiß nicht, wie die 100% in diesem Spiel aussehen. Mal sehen, würde ich einfach sagen. Ja. So sieht's aus. Wir haben noch genug Zeit. Für 2 weitere Runden hier. Komm schon. Typ Gestein! Erstmal hier ein paar Bilder im Album speichern. Die 2. Runde war viel besser als die 1., finde ich. Das hier zum Beispiel, das ist so richtig, hat so richtig dieses Trailer-Niveau. Oder dieses Bluebella-Bild. Schon ziemlich, ziemlich cute. Gab's sonst noch irgendwas? Kokowai vielleicht. Dieses andere Kokowai-Bild von vorhin. Das war eigentlich ziemlich gut. Warum habe ich das hier nicht rausgesucht?
Das war schon nicht so klug von mir. Ja, der Rest der Bilder ist okay. Ist auch nichts Heftiges. Ja. Dann, wenn wir jetzt nicht die Nacht freischalten, dann denke ich, gehen wir mal ins Riff. Gott, so viel auf einmal fürs Thumbnail. Oh mein Gott. Nächste Folge dann beide Orte vermutlich in der Nacht. Vermute ich mal. Sich auf Wolke oben. Ist das dein Ernst, Professor? Okay, dann gehen wir halt mal ins Riffchen. Ins Kopia-Riff. Wie ich jetzt verstanden habe, unter Wasser. Dass das Ding da unter Wasser nicht kaputt geht, wundert mich, aber okay. Nicht? Oh, doch nicht. Nur so am Rand des Riffs, oder? Fahren wir noch mal gleich runter. Aufs Wasser wahrscheinlich nur. Vielleicht war das auch dieser Ort, den man im Trailer gesehen hat. Ich weiß es gar nicht. Aber Kopia ist schon ein nicer Ort, kann man sagen. Haben die Hunger? Irgendwie nicht. Oh. Tanz für mich! Na, schade. Die wollen nicht tanzen. Da hinten ist irgendwas. Achso, Tohaido nochmal. Ja, seit Schwert und Schild. Bin ich nicht so begeistert von Tohaidos. Wingul-Schild da oben. Der macht irgendwie rein gar nichts. Okay. Und dann spannt er sich wohl. Okay, wir fahren jetzt einfach übers Wasser. Interessant. Ich habe eigentlich gedacht, wir fahren unter Wasser. So habe ich es nämlich verstanden. Aber nein. Auch nicht schlimm. Ey. Hallo. Der ignoriert mich. Ich bin für ihn einfach Luft. Wow. Wow. Okay, ich habe nichts gesagt. Was? Oh nein, ein Whirlpool. Irgendein Punkt, man muss den Whirlpool einsetzen. Schnell. Was? In diesem großen Wasserstrudel scheint sich etwas zu befinden. Ja, was ist denn da unten? Wer setzt hier Whirlpool? Carpador! Carpador setzt Whirlpool ein! Was? Seit wann kannst du das, Carpador? Seit welcher Gen? Kannst du das erlernen? Ja, okay, komm, egal. Hier gibt es das wirklich gar nichts irgendwie auf dieser Insel. Also auf diesem Riff. Oh, jetzt sind wir schnell. Mantax! Mantax ist vorher das coole Pokémon. Auf dem Bauch sich so gedreht. Oha, wie gut. Belippa! Bringst mir die Post? Weilord! Oh mein Gott, ein Weilord. Yo, Bro, ich komme hier nicht vorbei. Kann ich ihn füttern? Was ist das hier im Nest? Das Nest von Belippa? Mahomai? Was macht Mahomai hier? Oh nein, ist das der Popo von Weilord? Okay, da habe ich seinen Kopf anscheinend verpasst. Ja, das Nest, das habe ich schon vorhin gesehen. Das ist halt eines Vogel-Pokémon. Im Inneren befinden sich zwei Eier. Hier ist! Fang! Ach, dann nicht. Hier, Mahomai, willst du ins Wasser springen? Oder spring jetzt locker ins Wasser, oder? Oder trainiert er nur? Was macht er? Springt er nicht ins Wasser? Doch, 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 ich glaube schon. Oder? Nee, er posiert nur. Schade. Oh, süßes Mantax-Gesicht. Cute. Oh, dieses Riff. Dieser Ort, dieser Kopia-Ort hier, ist schon. Das ist schon schön. Oh, Gastella. Das hier wirkt aber länger. Aber auch ein bisschen lebloser, finde ich. Na, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Das machen wir dann beim zweiten Durchgang. Gehen erstmal den normalen Weg. Und dann ist das Ziel. Alles klar. Nein! Nein, nein, ess doch nicht das böse Corazon! Oh, 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 die essen den jetzt aber nicht, oder? Lass doch mal das Corazon in Ruhe. Oh nein! Die wollen ihn alle essen! Renn, Corazon, renn!
Ja, Gastella sind gar nicht mal so lieb. Wie man vielleicht denken mag. Gastella sind schon ziemlich böse. Die jagen nämlich nach Corazon. Und das ist natürlich nicht gut, wenn Corazon und Gastella in dem gleichen Ort leben. Ah, wie es mich gelächelt hat. Schon süß. Dem würde man noch mal gerne in die Wangen kneifen. Oder halt in dem Fall in die... Korallen. Ja. Oh, ist das hier? Oh Leute, hab ich nicht gesehen. Ja, also... Kupia ist schon ein nicer Ort. Ich finde aber, der ist ein bisschen leblos. Also da müssten noch ein bisschen mehr Variationen in Pokémon sein. Ich weiß, in diesem Spiel gibt es nicht so viele Pokémon. Also nicht das ganze Pokédex voll, leider. Es gibt auch, soweit ich weiß, von Gen 8 Pokémon. So als Beispiel gibt es auch nur die Starter. Finde ich schon ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Aber, ja gut. Was willst du machen? Das ist eigentlich schon ein heftiges Bild hier. Bäh. Hilfe, ich wurde von einem Toraido angegriffen. In Klammern, Eskalation. Ja. Irgendwas wollte ich sagen, aber ich hab's vergessen. Mann, tags, 3 Sterne, weil es sich auf den Bauch gelegt hat. Okay, ich hätte hier 2 Sterne erwartet. Schön, dass man mich hier vom Gegenteil überzeugen kann. Aber das ist so ein süßes Bild. Ach, dann nicht, dann komm, nimm mir das hier. Du, du, dum, 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 dum. Ja gut, Pelipper ist jetzt auch kein krasses Bild geworden, leider. Ja, Violet erst recht nicht. Guck mal, einfach so ein blauer Strich. Geil. 3 Sterne? Das hier soll 3 Sterne gewesen sein? Der Rest nicht? Ja, das hier vielleicht. Das ist aber 3 Sterne. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir diesen Ort nochmal, aber gehen dann den anderen Weg lang. Und dann werden wir in der nächsten Folge hoffentlich die Nächte freischalten können. Vielleicht gucke ich auch mal nach, warum wir nicht die Lumina-Pokémon finden können bisher. Aber vielleicht wird das sich auch in der nächsten Folge schon direkt klären. Ich weiß es noch nicht. Das hier ist ein cooles Bild. Da guckt es so seltsam. Hier, das hier, weil da lächelt es. Das hier. Carpador setzt Whirlpool ein. Ein New Discovery in Mantax. Also, dieser Ort behaust schon ganz viele cute Pokémon, aber auch ein Machomai, was so überhaupt nicht passt, aber okay. Wenn es mal Urlaub machen möchte, dann macht das halt mal Urlaub, ne? Ja gut, Weiler, wie willst du bitte einen Weiler auf ein einziges Bild bringen? Geht ja gar nicht. Was, ich muss mich jetzt entscheiden? Dann nehmen wir das, dann sieht man das Gesicht. Aber bisher konnte man auch keine Pokémon entwickeln, ne? Im Original konnte man ja irgendwie Pokémon entwickeln lassen, irgendwie. Leider kein Level 2 erreicht, das machen wir jetzt eben. Typ Wasser! Typ Unlicht! Hä, wer war denn Typ Unlicht? Hm? Typ Unlicht? Wer war denn Typ Unlicht? Na, wie auch immer. Gucken wir uns noch ein zweites Mal um.